Herzlich willkommen zu Erdes Discounter Videoserie. Wir spritzen hier gerade in Dispersionsfarbe mit der Graco ST Max 495 PC Pro. Die Gelegenheit will ich gleich nutzen, euch ein paar Infos zum Gerät selbst zu geben. Fangen wir mal an. Das Gerät hat eine Förderleistung von maximal 2,3 Liter. Das bedeutet, dass man da Düsen bis zu einer 25er Bohrung mit einsetzen kann, im Maximalbereich, also eine Bohrung von 0,025 Inch. Und der maximale Druckbereich liegt bei 228 Bar. Mit diesen Leistungswerten ist das Gerät vor allem geeignet, um Grundierung in Dispersion zu spritzen, aber auch Lacke sind damit durchaus spritzbar. Nächster Punkt, Lieferumfang. Neben dem Gerät mit Ansaugsystem befindet sich im Lieferumfang ein 15 Meter Schlauch mit 6 mm Innendurchmesser, also für Dispersionsfarbe zum Beispiel gut geeignet. Genauso die Graco Contractor Pistole mit Düse, Filter, Bedienungsanleitung, Kolbenöl, so dass man dann eigentlich direkt startklar ist mit dem Gerät, wenn es geliefert wird und man kann direkt losarbeiten. Noch ein paar Worte zum Aufbau des Gerätes. Wir haben hier hinten den An-Aus-Schalter. Hier oben drauf ist der Druckschalter, den man von 0 bis Maximum im Uhrzeigersinn regulieren kann. Darunter befindet sich das digitale Display, das heißt also hier wird die Barzahl angezeigt. Man kann sich auch den Verbrauch des Gerätes, also die Litermenge, die verspritzt wurde, anzeigen lassen. Dazu dient das digitale Display, Smart Control nennt sich das. Hier unten haben wir das Entlastungsventil. Da gibt es zwei Positionen. Einmal spritzen, das heißt, das Material wird über den Schlauch vor zur Pistole gefördert, sodass man das Material direkt spritzen kann. Und die Entlastungsposition. Und das bedeutet, dass das Material über den Ansaugschlauch über den großen angesaugt wird und im Kreislauf über den schmalen Rücklaufschlauch zurück in den Eimer gepumpt wird. Diese Funktion wird dann nötig, wenn man den Druck entlasten will, wenn man das Gerät spülen will und zur Reinigung. Dazu ist diese Funktion auf jeden Fall notwendig. Ansonsten haben wir hier drin noch den Hauptfilter. Der dient zum Filtern der Farbe und um dort gröbere Verschmutzung rauszuziehen. Den kann man auch einfach hier rausnehmen, wenn er gereinigt oder ersetzt werden muss. Ich denke, ihr habt einen guten Überblick zur Graco 495 erhalten, zum aktuellen Modell. Solltet ihr noch Fragen dazu haben, schreibt uns eine Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar. Bis bald.